Ja, hallo miteinander. Wir spielen wieder Bioshock Infinite. Wir sind ja da das letzte Mal stehen geblieben und ganz, ganz aufpassend, die werden vielleicht feststellen, dass ich jetzt, je nachdem, eine unterschiedliche Anzahl Schüsse dabei habe, je nachdem, die Anzeige ein bisschen anders ist. Das liegt daran, vorher, wo ich aufgenommen habe, ist mir das Spiel kurz, ja, nicht gerade hängen geblieben, aber es ist einfach nicht mehr vorangegangen. Und dann hat es bei der Aufnahme hat's mir einen Fehler gegeben und ich habe jetzt einfach beim letzten Kontrollpunkt nochmal schnell angefangen. Und bin jetzt einfach nochmal bis daher gegangen, weil ich noch gewusst habe, wir sind da zuletzt gewesen und darum jetzt habe ich natürlich vielleicht ein bisschen mehr geschossen oder was weiß ich. Okay. Schießt das Maschinen auch schon wieder auf uns. Maschinen sind jetzt wieder feindlich sind, so wie ihr es seht. Und die haben bereits. Oh, und dort kommt auch noch so eine blöde Maschine. Wo kommt jetzt der? Oh, mein Schild. Ah, das regeneriert sich zum Glück wieder. Maschine ist schon wieder gegen mich. Hoho, ho, jetzt haben wir aber ein Schwein gehabt. Da wieder einfach mal einer von hinten uns attackiert hat. Ich finde das gar nicht witzig. Was war das gewesen? Hat man es doch gar noch irgendetwas angezeigt. Ah, da oben ist eine Kiste. Aber ja, sieht ganz so nah aus, wenn wir da runter Salz, wie so oft. Auch wenn ich jetzt da keine Schliesskassette gesehen habe, irgendwo muss da eine gewesen sein. Okay, da können wir nicht rein. Darauf wird es sicherlich noch nicht mehr gehen. So wie es aussieht, da auch nicht. Also müssen wir jetzt da die Flucht nach vorne antreten. Und da mal zwischenlanden, zum noch, ja, da hat wieder ein bisschen Gesundheit, das kann nicht schaden. Da kommt man nie rein. Das heisst, wir werden wohl da führen müssen.
Wir haben immer noch kein Salz, ich weiß. Ich fass nur so, ich hab wieder mal leer. Wo kriegen wir jetzt da noch Salze her? Ah, da Wein trinken. Auch nicht das, was. Aber Gesundheit ist jetzt wieder zumindest voll da oben. Also sprich, jetzt alles, was Salz verliert, müssen wir jetzt nicht mehr annehmen, weil wir wieder volle Gesundheit haben. Da bin ich, glaube ich, auch schon gesehen. Nehmen wir was. Also, ich glaube, es geht jetzt da rein weiter. Montgomery-Anwesen, jawohl. Gewalt ist keine Lösung. So sehr ich für ihre Sache und ihre Leute bin, es darf kein Blut fließen. Was sollen diese armen Neger denn tun, so wie man sie behandelt? Das musste ja alles so kommen. Okay, ja. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Ein Treffen der Columbia-Freunde der Negro Society. Pastor Atkins predigt über das Thema: Solange der Neger nicht gleich ist, ist niemand von uns gleich. Okay, also das heißt, die da sind also gegen die Rassisten, die scheinbar da. Ja, ich muss nach da rein. Das heißt, ich gehe da. Ah, da ist nur so ein kleines Rübenli. Mit Salz. Zwar nicht viel, aber immerhin. Ja, minus Salz. Wollen wir das einmal? Das ist er. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Oh. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Aha, die helfen mir. Radio benutzen, okay. Okay, also weiter. Ja, fürs Decken. Bedanke mich, nehmen wir gerade mal das Geld weg. So, oder da noch. Nein, da kann man nicht weiter. Okay. Toilette benutzen. Na. Gesundheit ist immer noch voll. Schreibtisch durchsuchen, ja. Leer. Oh, da liegt ja jemand. Gerade immer noch Gesundheit, ich möchte doch Salz haben. Anrichtung durch so einen Silberriegel, ja, nehmen wir doch auch gerne mit. Können wir natürlich immer brauchen, einfach dann Kaufsautomat herkommen und dann ein bisschen Salz kaufend. Ich hätte es eigentlich lieber, wenn wir da irgendwo Salz finden würden, aber es sieht. Minus Gesundheit plus Salz, das ist doch schon mal gut. Bei Gesundheit finden wir da ja jede Menge Sachen. Innen blinkt noch was. Oh, das ist nicht. Portemonnaie. Da blinkt was. Ah, Salz. Sehr gut. Maschinengewehr haben wir auch schon. Das heißt, jetzt können wir zumindest schon mal wieder eine Attacke. Wo ist der Portemonnaie gewesen? Ah, da haben wir noch Zigaretten und ein Portemonnaie, aber das ist leer. Ah, dann gehen wir mal weiter. Sie haben alle so schlimme Fehler gemacht. Zeig dich! Der hat jetzt einiges überlebt. Echt dafür auch. Komm schon!
Ja, jetzt geht's da aber dann so ziemlich ab und ja. Eine echte Pistole, okay. Ja, ein bisschen Geld, dafür ist unsere Gesundheit ziemlich am Arsch. Alter, wir kommen da noch. Ja, wir kommen da noch. Wir haben langsam ziemliche Probleme mit der Gesundheit. Da noch viele kommen, dann sehe ich alt aus. Da vorne hat es noch irgendwo noch Gesundheit gehabt. Ah, nicht schießen. Gesundheit. So. Ja, jetzt ist da nochmal einer. Also. Wie viel kommen da noch? Da ist nochmal einer nochmal. Da ist der! Ja, aber hallo! Wo kommen da noch? Gesundheitskit zahlt sehr gut. Die Munition wird langsam weniger. Aber ich glaube, wir haben jetzt doch die Attacken da einigermaßen schadlos überstanden, würde ich jetzt sagen, weil wir haben Gesundheit wieder können regenerieren und können jetzt da rauslaufen und hoffentlich nicht wieder angegriffen werden. Mal wieder ein bisschen beruhigen. Was haben wir denn da alles drin? Gesundheitskit, naja, Salz. Wenn wir jetzt Salz wieder voll haben, können wir da Qualität. Ja, Gott, viel Geld ist das jetzt nicht gewesen, wo wir da plündern haben können. Und irgendwo hat schon wieder so eine vermaledeite Maschine. Ja, ich stelle mich vielleicht wieder mal den größten Volltrottel an. Kleine Salzampulle nehmen. Testen Sie schon heute die Produkte von morgen. Das war wieder einigermaßen sinnvoll an dir. Hinein her, ich liege ganz und schließe. So, das hätten wir erledigt. Salz haben wir auch wieder ein bisschen gekriegt. Das ist doch super. Da noch rein. Oh, da kann man noch rein. Oder komme ich von da her? Nein, von da komme ich nicht her. Oder es wird doch. Ah, das ist da, wo ich vorher nicht in die Richtung rauslaufen konnte. Jetzt kann ich da rauslaufen. Das ist die Maschine, die ich gehackt habe. Oder nein, gehackt eben. Jetzt sehen die. Ich bin noch ein bisschen beim alten Bioshock. Und ein Voxophon. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie ihm ausgestopft an die Wand hänge. Okay. Ist er doch super. Ist er der Silberigel? Oh, wir haben schon 306. Fahne. Ich habe schon Paranoia, wenn ich irgendwo etwas bewegen gesehen. Ich würde sagen, gehen wir nochmal ein Ecke weiter.
Salz hätten wir wieder voll. Würde mal sagen. Wir müssen dort führen, dann gehen wir mal zuerst da hinten schauen, was es da noch so alles gibt. Da kann man nicht rein. Da ist auch nichts mehr. Da fehlt die Anbindung, da können wir auch nicht weiter. Aber nein, aber das ist noch eine Kiste. Immer hier Silberbibel. Und da geht es nachher wieder retour auf den Platz, wo wir vorher schon waren. Also ist das vielleicht einfach eine alternative Route da durch. Aber wir müssen jetzt da hinten rein. Doch an dieser Stelle machen wir jetzt einmal einen kleinen Cut. Und ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Bis dann. Tschüss!